wenn du barfuß an Auerberg hochlaufst, dann hast du immer irgendwelche witzigen Begegnungen etc. Vorhin kommt mein Ehepaar entgegen, die hast schon vom Weiben gehört. Er hat die Alte zusammengeschissen, dass sie gefällig zum Schauen hat, wo er hier läuft. Das war obergeil. Achtung! Autsch. Und als er dann in meine Nähe gekommen ist, vom Weiten schon gehört, schon wieder einer barfuß. Also, ich denke mal, dem seine Frau hat furchtbar viel Spaß gehabt mit dem heute am Auerberg, weil der die wahrscheinlich nur 25 Mal zusammengeschissen hat. Jetzt haben wir eine geile Begegnung gehabt. Oh, Perle, er, sie hat Servus gesagt, ganz normal. Und er, hey, schau, ist das geil, ha? Und das ganze Jahr barfuß, oder? Dann sage ich, na, das ganze Jahr nicht, aber schon relativ viel oder so. Das ist ja geil, gell? Das ist super. Und der hat sich gar nicht mehr gefangen, verstehst du, dass sie nicht mehr gefangen? Da hast du gemeint, ich muss ihn heiraten oder was oder so. Aber dann hatten sie ja Alte doch noch geholt. Und dann sind sie zu zweit unter. So was bleibt dir im Gedächtnis, weil der coole Hund, das war nicht ich, sondern der coole Hund, das war er. Weil welcher Mann traut sich sowas schon einem anderen Mann sagen, dass er cool ist? Niemand mehr, wenn er kein Rix-Auto fährt.